Danach wird es weiterhin Bürgertests geben. Zum Schutz vulnerabler Gruppen bleiben sie kostenlos. Im Normalfall müssen sich die Bürgerinnen und Bürger aber ab dem 30. Juni mit 3 € an einem Test beteiligen. Gleichzeitig verschärfen wir die Kontrollen und wir verbessern die Testqualität. Das heißt, die Tests werden aussagekräftiger, sie werden zielgenauer und sie werden wertvoller. Ich will keinen Hehl daraus machen. Ich hätte die kostenlosen Bürgertests für alle gerne weitergeführt. Aber im Durchschnitt kosten die Tests im Bund derzeit 1 Milliarde € pro Monat. Die Wahrheit ist somit, das können wir uns in der angespannten Haushaltslage, die uns im Herbst erwartet, leider nicht leisten. Besonders geschützt werden vulnerable Gruppen, Kinder bis 5 Jahre, Schwangere im ersten Trimester, Krankenhaus- und Pflegeheimbesucher, Haushaltsangehörige von Infizierten, Bewohner von Einrichtungen der Eingliederungshilfe und diejenigen, die sich nicht impfen lassen können. Sie bekommen weiter die kostenlosen Tests.